Wenn man 3 Aufführungen pro Tag als Sänger überleben will, dann ist das Einsingen, also das Aufwärmen der Stimme, besonders wichtig. Komponist, Regisseur und Bandchef Christian Tosold stimmt sich inzwischen mit der Band ein. Er kennt dieses Musical in- und auswendig. Er hat es selbst vor 26 Jahren geschrieben und schon einmal in dieser Schule aufgeführt. Ton, Licht und Technik sind auch bereits in den letzten Vorbereitungen. Nun werden die Funkmikrofone angelegt und gecheckt. Eins. Wenn ein Stern fällt, stirbt ein Mensch. Sitzt ja immer noch so in der Kirche. Pfui, Teufel. Wie lange musst du da noch sitzen? Verdient hast du aber noch nicht voll. Das ist die Garderobe. Verstehe. Hier alle Kostüme und hier unsere beiden Hauptdarstellerinnen. Die Schwefelholzmädchen. Hi, wie ist das Gefühl so vor der Premiere, vor dem ersten großen Auftritt? Wie geht's dir? Also, sehr witzig und man ist sehr aufgeregt. Was hat sich getan in diesen Monaten der Vorbereitung? Es hat sich viel getan. Wir haben kennen den Text viel auswendiger und sind uns viel textsicherer. Und ja. Wir sind natürlich die coolen Proben. Netter geworden. Was bist du? Sie ist netter geworden. Sie ist netter geworden? Sag die Gans. Rasselbande, die wilden Jungs, Anführer, hier, einmal, hier, nochmal. Ja. Sag mal, was macht das, wenn man in der Schule Theater spielen darf? Was ist der Unterschied
Wie ist Schule anders, wenn man hier so viel Theater spielen darf? Tobi. Lustig, weil wir keinen Unterricht haben und weil es dann sofort in der Früh beginnt und wir haben dann einfach oft halt Vorstellungen und dann muss man nichts lernen und keine Aufgabe. Deswegen ist es cool. Ja. Wie ist es für dich? Ich liebe es einfach, wenn ich schauspielen und singen kann und das mache ich halt auch viel und deswegen ist es für mich sehr lustig. Wie habt ihr die Rollen gekriegt? Gab es da ein Casting oder musstet ihr vorspielen, vorsingen? Nein. Doch. Also wir. Also die zwei Schwefelholzmädchen. Ja, genau, die zwei Schwefelholzmädchen. Dann die zwei Anführer von der Lausbubengang und das Mädchen von der Lausbubengang, die haben vorsingen müssen, ein gewisses Lied. Da haben wir schon richtig früh begonnen, schon in der ersten Klasse. Und das hat in der Schule ja. Es hat dann extrem lange gedauert, bis wir dann das Ergebnis erfahren haben. Und dann haben wir es erfahren und dann haben wir schon begonnen zu proben. Oh, sehr cool. Wie lange probt ihr denn schon für das Stück? Seit letztem Jahr. Kindern das zu bieten, die Möglichkeit aufzutreten, zu singen, zu tanzen, einfach Kunst zu machen, Kunst selbst herzustellen, nicht nur zu konsumieren. Ich glaube, es ist für die Persönlichkeitsentwicklung insgesamt ganz wichtig, auch mal in eine andere Rolle zu schlüpfen, sich auch vor Leuten zu präsentieren, laut zu sprechen zum Beispiel, Scheu zu überwinden und auch an einer Produktion, die über einen längeren Zeitraum geht, mitzuarbeiten. Und zu sehen, dass man, wenn man zusammenhaltet, dass da etwas entstehen kann, was dann auch Hand und Fuß hat. Vielen Dank, unsere Gäste sind nämlich schon da. Wie ist es dir heute gegangen, deine alte Rolle zu treffen? Es war sehr emotional. Nach 10 Sekunden war für mich der Ofen aus. Es sind nochmal die Tränen gekullert. Ich habe 3 oder 4 Taschentücher gebraucht. Und ja, es war, die Erinnerungen sind hochgekommen und es war einfach nur sensationell. Die Kinder haben das super gemacht. Hast du dich erinnert an die Lieder und so? Ist das alles wiederkommend? Jedes einzelne Wort, jede Melodie, jeder Text, es war einfach alles da, ja. Was hat es dir fürs Leben eigentlich gebracht, dass es hier so viel Kunst gibt, Gesang, Schauspiel? Ja, die Kreativität auf jeden Fall, den Zusammenhalt in der Schule, den was man da erleben darf. Diese Gemeinschaftlichkeit, die Musikalität natürlich. Einfach so viele Inspirationen. Es war einfach, die Schule war einfach die schönste Zeit in meinem ganzen Leben. Von der Schulzeit her gesehen. Sie waren damals, also vor 26 Jahren, der Junge, also der Anführer der Jugend, der jungen Bande. Wie ist es Ihnen heute gegangen, das Musical wiederzusehen? Ich wollte eigentlich letzte Woche schon kommen, aber es ist ja nicht ausgegangen und jetzt bin ich beruflich dahergekommen. Also ich glaube, der Stern leuchtet für mich und ich freue mich sehr, dass ich es nochmal sehen habe dürfen. Ja. Sind da Erinnerungen wach geworden? Oh, sehr viele, ja, allerdings. Was hat es für Sie gebracht, dass Sie in eine Schule gegangen sind, wo so viel Schauspiel und Gesang und
ja auch Bühnenerfahrung angeboten worden ist. Hat das für das spätere Leben auch was gebracht? Sehr viel. Die Schule hat mich zum Musiker und zum Sänger gemacht.